So. Mutter steht im Weg. Ich gehe mal zu Eich. Ich will mal wissen, was der sagt. Zu Professor Eichel. Ich freue mich, dich zu sehen. Was machen deine Pokédex? Zeig doch mal. Ja, in deinem Pokédex steht, wie wir sehen. 136 Pokémon, Besitz 54 Pokémon. Ich dachte, die würden jetzt noch irgendwas sagen, wo wir, boah, du bist die allerbeste. Lars, fliegen. Wo war das denn? Da, ne? Ich glaube, da wäre das, da wäre das gewesen. Die Höhle ist frei. Sehr schön. Ja, meine letzte Mission hier ist, das Mewtwo zu fangen, was, glaube ich, in der Höhle drin ist. Oder das Mew? Nee. In der ersten Generation gab es noch gar kein Mew, sag ich mal. Oder? Ich weiß es nicht. Oder Mute. Ich. Keine Ahnung. Jetzt steinigt mich. Ich habe übrigens Pokémon Perl bekommen. Und ein Nintendo DS. Und ich habe das schon ein bisschen gesuchtet. Nur ich weiß nicht. Gut, das. Da habe ich dann viele Editionen hätte ich dann übersprungen, aber ich wüsste auch gar nicht, wie ich das vom DS aus aufnehmen soll. Das ist halt nicht so gut, ne? Wenn dann nur mit so einer externen Kamera, was halt auch dann irgendwie so semi-professionell aussieht. Wer kann denn hier schwimmen? Christoph? Nee, dann ist Alex. Ich bin mal gespannt, was hier für so ein Level hier so drin sind. Ich habe eigentlich gehofft, dass das Mew direkt hier steht. So. Pokebälle habe ich ja, glaube ich, noch en masse. Gehen wir erstmal hier hinten lang. Ah, hier geht's direkt. Nee. Ach, das ist diese merkwürdige Musik. Aus diesem komischen. Wie hieß das Ding denn? Guck mal, ein Item. So, der hat gesagt, hier wäre ganz. Oh, ein Ditto. Sind meine Pokémon echt wieder aufgeladen? Ja. Ich schmeiß direkt mal irgendwie einen Pokéball drauf. Ich werde jetzt auch zu einem Pikachu. Boah, das übernimmt auch die Attacken. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wird sich nur so verwandeln. Was ist denn Donnerblitz? Übernimmt das auch die Eigenschaften? Ich glaube schon. Uff, uff, ich muss niesen, Alter. Nicht töten, nicht töten! Dankeschön. Yay! Wir haben ein Ditto gefangen. Wunderbar. Ich glaube, bei Pokémon Go gibt es noch gar kein Ditto. Ditto, Transform. Größe 30 cm, Gewicht 4 kg. Wenn Ditto einen Gegner ausmacht, nimmt es blitzschnell das Aussehen seines Gegenübers an. Nein. Oh, jetzt geht es in die. Ja, gut, Box 12 ist leer. Von daher kann es mir egal sein. Top Mix hier. Alex. Genau. So, dann geht mal ab hier. Nach unten.
Oder nach oben. Ich glaube, das ist noch. Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier, glaube ich, noch gar keinen Zufallskampf so gehabt. Das wäre natürlich sehr nett. Doch, wir haben wohl Zufallskämpfe gehabt. Wo habe ich denn eben gerade das Ditto gefunden? Dufloor. Blättertanz? What the fuck ist das? Irgendwas, was angreift und Schaden macht. Ich muss erstmal meinen Pikachu wieder auf. Hier. So. Ist bestimmt ein ganz schön weiter Weg zu Mew Mewtwo Gedöns. Das Item möchte ich haben. Boah. Golbat und Zubat, ne? In Pokémon Go. Fange ich nie wieder. Da schmeißt du 50.000 Pokébälle drauf und dann verschwindet das. Ich möchte dich töten. Bestimmt, weil das so einen großen Mund hat, fliegen da die Pokébälle immer rein. Nee. Wir erstmal hier das Item. Hyperball! Sehr schön. Ein Fahrrad kann ich hier manchmal nicht rumdüsen. Was ist das denn? Ist das ein Rihorn? Rizeros? What the? Keine Wirkung. Nee. Rizeros. Das hat bestimmt irgendwas, das ist 100 pro irgendwas mit Rihorn zu tun. Jetzt hören wir auf mit dem Kack hier. Hey, ich schmeiß einfach mal Pokéball drauf. Ich hab ja genug. Rizeros Bohrer. Größe 1,90 Meter, 120 Kilogramm. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Dieses Pokémon läuft auf seinen Hinterbeinen. Seine stahlharte Haut widersteht sogar heißer Lava. Männlich. Okay. Okay, wir sind nach oben geklettert. Das ist ein Rihorn. Das fange ich mir jetzt auch direkt. So. Hier. Wo ist er denn? Der Hyperball. Da ist er, der Hyperball. Wurde natürlich daneben geschmissen. Ey, das geht hier ja voll ab. Rihorn, Stachler. Größe ein... Das ist echt nicht größer. Ich dachte, das ist irgendwie so ein 3 Meter Trümmerteil. Gewicht 150 Kilogramm. Ne, 115 Kilogramm. Rihorn steigert sich so in einen Kampf hinein, dass es kämpft, bis es ermattet einschläft. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Tod. Sind wir jetzt? Ne. Da habe ich leider jetzt gerade mal so ein bisschen weniger Bock drauf. Das nächste Item. Und natürlich wieder ein Golbat. Was sonst? Ach komm, ich mach das mal hier gerade platt. Und normalerweise sollte das Mewtwo oder das Mew dann einfach zu fangen sein, dann genau darauf werde ich den den Meisterball schmeißen und ich glaube, das sollte da eigentlich nicht ausbrechen können.
Top belebe. Da habe ich auch schon ein paar von gehabt. Ich sollte vielleicht mal mein Pikachu ein bisschen noch so ein Horn. Nee, ich verpiss mich. Boah. Ganz einfach. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Da hole ich erstmal da oben das Item. Mann, ich will doch nur zum Mew. Und Golbat, du kannst mich mal kreuzweise. So richtig feste. Ich mag dich in jedem Spiel nicht und ich mag dich auch nicht in Pokémon Go. Pokémon Go. Bam. Hyperball. Nee, dann tucker ich jetzt gleich erstmal auf dem Wasser rum. Oh, ein Parasect. Das hab ich, glaube ich, noch nicht. Hyperball, 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 Hyperball. Ah, das kann ja auch nicht immer funktionieren, ne? Oh, 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 oh. Hier, komm mal, Shannon. Mach du mal, mach die Schmanner raus. Jetzt sterben wir nicht weg. Dankeschön. Und du machst jetzt mal hier Schlafbuga. Ja, keine Wirkung. Und Shannon tot. Die ist doch tot. Item! Also der war doch da oben hier, der Hyperball. Ey, du bist am Pennen, du kannst doch nicht ausbüchsen. So, töte es bitte nicht. Es wäre ganz cool, wenn man dem Pokémon sagen könnte, ey, wenn du so viel Kraft hast, dann mach mal ein bisschen langsamer, ne? Aufgewacht, aber ich schmeiß da. Nee, ich mach noch mal hier Schlafpuder. Und dann fange ich's. Ist aufgewacht. Willst du mich verarschen? Du kannst nicht schlafen und dann 2 Sekunden später wieder aufwachen. Item. Hyperball. Hat daneben geschmissen. Ja, wunderbar. Parasect, Pilz. Ich dachte immer, das wäre eine Krabbe mit einem Pilz irgendwie. Aber es ist ja eine Krabbe. Aber nun gut. Größe 1 Meter, Gewicht 29,5 Kilogramm. Der Pilz auf dem Rücken entzieht dem Wirts-Pokémon Energie. Er hat die Kontrolle über das Pokémon. Ah, deswegen ist es ein Pilz. Okay. Also der Pilz an sich ist eigentlich nur das Pokémon. Eigentlich könnte Parasect auch anders aussehen, oder? Ich glaube schon. Nein. Ich möchte dir keinen anderen Namen geben. Du bist mir zu langweilig. Okay. Ich wollte erstmal hier das. Das war doch klar, dass da was drin ist. Ich wollte hier erstmal auf Hose. Wir können doch erstmal meine Pokémon heilen. Item. Übertrank. Einen habe ich noch. Und dann habe ich noch 16 Top-Tränke. Top-Hypertränke oder sowas. Hyperheiler sind es genau. Was ist Top-Trank? Komm mal her, Shen. Komm mal her, Schätzelein. Ach, das ist ja auch mal. Ja, kann man auch mal machen, ne? So. Alex Conserver. Wo kommen wir denn da hin? Ach, nur ein Item. Sonderbonbon. Hm. Könnte man dem Pokémon natürlich geben, ne? Könnte man. Werde ich auch wahrscheinlich machen. Oh, ein Ultrigaria. Oh, ich habe aber echt keine Lust, gegen dich zu kämpfen, ne? Oh. Nein. Tschüss. Nur wegen coolen Pokémons.
Dich habe ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? If you smell of the rock, muss gucken. Nice. Okay. Ah, super, habe ich noch nicht gehabt. Georock-Gestein. Größe 1 Meter, Gewicht 1,5 Kilo. 1,5 Kilogramm, doch so viel. 105 Kilogramm. Dieses Pokémon rollt sich gerne Gebirgspfade hinunter. Kein Hindernis kann es dann aufhalten. Ich stelle mir das gerade vor, wie es da so voll Spaß dran hat. Yay! Menschen töten! Okay, wir machen hier wieder einen kleinen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!